Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Primetime Magazin. Heute mit unserem DJ des Jahres, Dennis, mit Dr. Thomas Draxler, der zeigt uns asiatische Kultur und Lebensweise, und meine Kollegin Silvia, die quizt mit den Gästen. Viel Spaß! Für die beste Stimmung und die weltbeste Musik sorgen an Bord unsere DJs. DJ Dennis ist gerade zum DJ des Jahres gewählt worden bei uns. Und wir gucken ihm ein bisschen bei der Arbeit zu. Ganz toller Typ. Gucken Sie mal. Ja, hi, ich bin Dennis, DJ bei AIDA und was geht? das war super, super, mega, hyper, giga geil. Da muss man einfach dabei gewesen sein. Ja, es gab einen Contest bei AIDA, AIDA DJ Battle 2017 hieß das Ganze, und es ging darum, coole Videos von Partys zu posten. Das Ganze dann irgendwie auf Facebook mit Verlinkungen und so weiter. Und das Ganze wurde dann bewertet von einer Jury in Hamburg. Und wenn man mehrmals DJ of the Month wird, beziehungsweise dann öfters als alle anderen, dann gewinnt man den Titel DJ of the Year. Ich freue mich natürlich super drüber. Die Auszeichnung bedeutet für mich, einfach jetzt noch mehr am Ball zu bleiben, noch mehr weiterzumachen. Und das pusht einen unfassbar weiter. Und ich freue mich auf die nächsten Schiffe, ich freue mich auf die nächsten Reisen mit den Leuten und versuche natürlich dieses Jahr wieder einen draufzusetzen. Mal schauen, was alles so passieren kann. Langen, ausführlichen Partynachten, was kann man Besseres tun, um sich zu entspannen? Qigong. Und Dr. Thomas Draxler ist der uns erklärt, wie das funktioniert. Gucken Sie mal. Mein Name ist Thomas Draxler. Ich bin Gesundheitswissenschaftler. Und ein Gesundheitswissenschaftler beschäftigt sich mit der Frage, was macht gesund und was macht krank. Und das mache ich schon seit 30 Jahren etwa. Ich bin 1963 geboren und als Jugendlicher habe ich einfach so viele Bruce Lee-Filme geschaut. Die haben mich begeistert. Ich habe mich dann in einem Jiu-Jitsu-Verein angemeldet. Und wie es so ist, will man diese Sache auch von den Wurzeln her kennenlernen. Und war dann 1988 in Japan gewesen und habe dort Shorinji Kenpo trainiert. Das ist eine Art von Shaolin Kung Fu. Und als ich dort dann weggegangen bin, hat mir der Meister eine Lektion erteilt und sagte, wenn du ein richtiger Meister werden willst, musst du Dinge auch heilen können. Es ist einfach, Dinge kaputt machen zu können, aber als Meister musst du auch heilen können und dich mit Gesundheit beschäftigen. Fühlen Sie auch die Beanspruchung hier Ihrer Oberschenkelmuskulatur und alles Bewusstsein in Bewegung. Einatmen und ausatmen. Das Qigong ist ja 1000 Jahre alt und bedeutet einfach nur die Arbeit mit der Kraft. Das sind zwei Worte, die zusammengesetzt sind. Gong ist die Arbeit und Qi bedeutet die Kraft. Für mich bedeutet Qigong Entspannung in Bewegung. Ja, wir machen hier Selbstverteidigungskurse und die sind so strukturiert, dass es auch wieder aufgebaut ist mit Entspannung. Wir gehen rein mit einer Traumreise, mit einer tiefen Entspannung, wo die Menschen auch Selbstbewusstsein vermittelt kriegen auf einer tieferen Ebene. Also es wird suggeriert, ich bin wertvoll, ich bin es mir wert. Und kein Mensch hat das Recht,
meine körperliche Unversehrtheit anzugreifen. Dann gehen wir weiterhin, zeigen einfache Methoden der Fäuste, der Ellbogen, die jeder Mensch benutzen kann. Leider hat in unserer Gesellschaft die Gewaltkriminalität zugenommen und es ist auch ein natürliches Bedürfnis der Menschen, wehrhaft zu sein. Ein kleines Geheimnis für unsere Gäste. Es ist bekannt, dass jemand, der 100 Tage diese Übungen ausübt, Wirkungen verspüren wird. Aber 100 Tage täglich, vergleichen Sie das so, Sie essen dreimal täglich, also dürfen Sie auch einmal täglich diese Übung machen und Sie werden wunderbare Dinge verspüren. Unsere Entertainment-Managerin Silvia hat sich auf die Suche gemacht nach Antworten zu Fragen zum Schiff. Gucken Sie mal, ob Sie es gewusst hätten. Eine wunderschöne guten Tag, liebe Gäste. Heute, wir sind auf See und dann, ich habe gedacht, warum nicht? Wir können ein paar Fragen stellen zu unseren Gästen. Warum haben wir auf See keine Flagge? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich auch nicht, keine Ahnung. Auf See ist ja auch kein Hoheitsgewässer. Wir sind ja auf freier See. Gott, der Kalb. Das Boot ist noch nicht abbezahlt, weil wir in keinem Hafen sind. Und ich glaube, die Flaggen signalisieren irgendwie den Hafen, in dem wir dort anlaufen. Der Grund, warum wir keine Flagge auf See haben, ist, dass sonst die Becher oder die Getränke auf der Laneiba natürlich wegfliegen würden, wenn die Flagge vom Wind da in der Laneiba rumgeweht wird. Der wirkliche Grund ist natürlich, dass die Flagge tatsächlich zu stark verweht würde vom Wind und dann auch relativ schnell zerfetzen würde. Wie viel Leistung hat AIDA Prima? 21 Knoten? Keine Ahnung. Ist das die Leistung? Leistung PS. Ich würde sagen 32.000 PS. 1.000 PS. 30.000 PS. Ja, die Leistung setzt sich einmal zusammen mit den AC-Pods. Das sind unsere, ja, die Schraube tatsächlich im Wasser antreiben. Da haben wir zwei AC-Pods mit jeweils 14 Megawatt und werden umgerechnet, ja, ca. 19.000 PS jeweils. Davon haben wir zwei Stück. Und die werden nochmal angetrieben von unseren Generatoren. Die erzeugen gerade den Strom für die AC-Pods. Und da haben wir eine Gesamtleistung von 46.800 Kilowatt. Warum ist der Bug von AIDA Prima gerade? Ist er gerade? Damit sie schneller laufen, schneller fahren kann. Wegen dem Design? AIDA fährt wie geschnitten Brot durch Wasser. Deshalb ist der Bug gerade. Das ist einmal natürlich ein optischer Grund, dass es anders aussieht. Wir setzen uns von den anderen Schiffen ab. Mag dem einen gefallen, dem anderen nicht, aber das ist ja jedem selbst überlassen. Hat aber natürlich auch den praktischen Vorteil, dass es den Wasserwiderstand verringert und somit zur hydrodynamischen Optimierung beiträgt. Jetzt meine Lieblingsfrage. Wie viele Elefanten passen auf AIDA Prima? 500. 5000? Afrikanische oder indische Elefanten? Gar kein Elefant, die passen nicht durch den Sicherheitscheck. Das ist immer schwer zu sagen, hängt natürlich von den Elefanten ab. Die haben keine Bordkarte, dürfen nicht hoch. Na, haben Sie alle Antworten gewusst? Und wenn nicht, dann gehen Sie doch mal an Bord. Oder zu www.aida.de oder in Ihr Reisebüro, um sich zu informieren. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Verlockung der Woche. Wir starten in Bangkok und fahren als erstes nach Koh Samui mit seinen Traumstränden. Nun besuchen wir Singapur. Weiter geht es nach Langkawi. Nun besuchen wir Phuket und Penang. Wir machen noch Halt in Kuala Lumpur und erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Bangkok. Und zum Schluss, wie immer, die Bilder der Woche. Ich weiß, Sie haben darauf gewartet und vergessen Sie nicht, uns zu teilen, wenn es Ihnen gefallen hat. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag und bis nächste Woche. Here to wipe away my tears, took it away my fears.
Tell me, will you stay or will you?